Hallo, Lutze. Moin. Moin. Und? Alles klar? Ja, selbst? Ja. Muss ja. Nützt ja nichts. Ich hab die Teile gekriegt. Ich hab sie noch nicht angepasst, aber das Baujahr müsste hinkommen. Wir müssen die Tage mal gucken. Ja. Kommst du einfach mal die Tage vorbei? Auch wegen der Farbe. Also ich bin mit. Du hast Besuch? Frau Weber, das ist Ihr Kollege Frank Wolf. Frank, das ist Frau Weber aus Frankfurt am Main. Sie besetzt die neue Planstelle. Guten Tag. Grüß Sie, hallo. Bis Sie sich hier eingewöhnt haben, bildet ihr beide ein Team. Aber ich bin doch selber noch gar nicht so lange hier. Das ist bei uns hier so Usus. Ich bin damals auch von Voss eingewiesen worden. Müller. Lutz Müller. Yvonne Weber. Ja, da ich gerade gehört habe, darf man fragen, warum Sie aus Frankfurt hierher gekommen sind? Ja, nee. Entschuldigung, das ist ein indianischer Name, der mit der Tür ins Haus hat. Kein Problem. Ich habe um meine Versetzung gebeten, weil ich gegen meine eigenen Kollegen ausgesagt habe. Kleiner Wessi-Scherz. Ja, dann will ich die Gelegenheit mal nutzen, wo wir alle gerade so schön beisammen sind. Oh ja, ich habe noch zu tun. Ein ungelöster Mordfall aus der Zeit vor der Wende. Euer erster gemeinsamer Fall. Und? Mord zum Nachteil von Doreen Wojcik. Konrad Ritter. Hallo, Frank. Hallo, Konrad. Verzieh dich, Kleiner. Aber Dalli. Und grüß deine hübsche Schwester von mir. Ja, mach ich. Konrad Ritter? Ja, der Fall Wojcik. Wollen Sie auch einen Kaffee? Ehrlich gesagt, ich habe Mordshunger. Hab ich dir eben Hunger gehört? Ja, hier um die Ecke gibt's einen Kaffee. Welchen Fall habt ihr? Wojcik, Doreen Wojcik. Anfängerglück. Wieso? Weil der Fall klar ist. Wo ist denn das passiert? Bei Gerstingsfeld. Na, dann gehen wir doch da was frühstücken. Stimmt im Internet nicht. Mal geht's, mal jetzt nicht. Ich komme heute Abend vorbei. Okay. Ich beschäftige mich lieber mit der Karosserie. Ja? An den Motor. Da wage ich mich nicht ran. Gar keine schlechte Gegend für einen Mord. Dünn besiedelt. Nee. Das war hier früher alles Grenzgebiet. Da hat jeder Dritte für die Grenzsicherung gearbeitet. Die Grenztruppen, die freiwilligen Grenzhelfer, der Zoll, die Phobos, die Stasi. Die hatten Schiss, dass hier jemand durch die Werra in den Westen schwimmt. Der Fall ist klar. Doreen Wojcik war mit Konrad Ritter befreundet. Das ist ein Musiker. Der hat in jedem Dorf eine andere. Und das war bei dem kein Spruch. An einem Abend, da hat er sie erdrosselt, in einem Waldstück nach dem Streit. Und dafür hat er 15 Jahre bekommen. In den Akten steht, dass er nach anderthalb Jahren wieder freigesprochen wurde. Der hatte eben einen guten Anwalt. Der hat sich mächtig für die Revision ins Zeug gelegt. Ritter ist dann sowieso weggezogen. Der ist der Mörder, das ist hier jedem von uns klar.
Ja, ich muss los. Hab noch zu tun. Und morgen grillen nicht vergessen, nicht? Kommt wieder auf, Frau Weber. Herr Wolf kann Sie ja abholen. Ja, danke. Also. Der Mord geschah im April. Ja, Anfang der 80er. Ja, am 23. April 1983. Genau. Und wer ist dann für den Mord an Doreen Wojcik verurteilt worden? Niemand. Ritter ist ja freigesprochen worden. Das haben Sie doch der Akte entnommen. Angenommen, Herr Ritter hat Frau Wojcik nicht erdrosselt. Was rein hypothetisch ist. Dann läuft ihr seit 16 Jahren ein rein hypothetischer Mörder herum. Auf hypothetisch freien Füßen. Und begeht eventuell und rein hypothetisch wieder einen Mord. Es sei denn, man bemüht sich, den zu fassen. Hypothetisch. Ja. Das ist Doreens Elternhaus. Am Tage ihres Todes wollte sie nach Kümmershausen. Sie hat sich noch hier von ihrem Vater verabschiedet und ist dann zu Fuß los. Viel Spaß. Danke. Hier wollte sie hin. Zum Konzert von Ritter. Hier hat man sie gefunden. Aber ermordet hat er sie hier hinten. Im Wald. Keine 5 Minuten von hier. In der Konzertpause ist er ihr entgegengefahren. Dort haben sie sich getroffen. Es gab Streit. Er hat sie erdrosselt und dann hier abgelegt. Hier abgelegt? Warum? Sie haben gesagt, Ritter sei in der Pause hierher gefahren. Danach hat er weitergespielt? Ja, danach hat er weitergespielt, hat Nerven bewiesen. Wie lang war denn die Pause? 1 Stunde, von 8 bis 9. Aber Frau Weber, wenn Sie jetzt noch wissen wollen, was er an dem Abend getragen hat, dann bin ich wirklich überfragt. Von Kümmershausen, wo der Auftritt war, bis hierher sind wir gerade 17 Minuten gefahren. 17 Minuten, haben Sie so ein gutes Zeitgefühl, ja? Nein, mein Zeitgefühl ist grottenschlecht, deshalb habe ich auf die Uhr geschaut. Also 17 Minuten hin, 17 Minuten zurück sind 34, plus zweimal die 5 Minuten vom Wald bis hierher sind 44. Dann hatte er gerade mal 16 Minuten für den Streit, den Mord und um die Leiche ins Auto zu packen. Ja, knapp, aber möglich. Wahrscheinlich ist Ritter eh viel schneller gefahren. Mit seinem Turbo-Trabi? Auf den Straßen von 83? Du hast aber Glück gehabt. Du hast noch die letzten 3 erwischt, Max. Guten Appetit. Danke, sieht lecker aus. Ich meine, da haben die, um die südliche Alleenstraße zu entlasten, für sage und schreibe 3 Millionen Mark die gleiche Straße nochmal gebaut. Nur 250 Meter entfernt. Ja und? Was machen die Leute? Richtig, sie benutzen weiterhin die südliche Alleenstraße. Warum? Weil die Ampelschaltung die Umgehungsstraße komplett ausbremst. Wer denkt sich sowas aus? Also nochmal ganz klar, hier werden unsere Steuergelder verbrannt für Dinge, die überhaupt nicht notwendig sind. Ja. Guckt da keiner hin, was hier wirklich gebraucht wird? Also jetzt hole ich ihm dann doch einen Pullover. Oh, nee, danke, Frau Müller-Kitscher. Nur ein bisschen die Finger. Ist frisch, ne? Oh, tja. Pech gehabt. Na, dafür hast du jetzt eine nette Kollegin. So gesehen? Ja, schön, dass Sie auch da sind. Darf ich dir unsere neue Kollegin, Frau Weber, vorstellen, meine Frau? Carla Schulte. Freut mich sehr. Angenehm. Na, Frank? Ja,
Schön hier bei euch, Ricke. Was haben wir? Na sicher, ja. Ricke, ich komm mit. Da kannst du mich gleich mal ein bisschen rumführen. Das ist ja toll, was ihr aus dem alten Hof gemacht habt. Und was macht der Fall Wojcik? Läuft gut. Ja, quasi abgeschlossen. Wir überprüfen nur noch ein paar Zeitabläufe. Ja, ja gut, aber wir haben den Mord an einem Neonazi hier ganz in der Nähe aufzuklären. Und da brauche ich alle verfügbaren Kräfte. Kennen Sie Herrn Schulte von früher? Seitdem ich 15 bin. Ketchup. Morgen. Haben Sie eigentlich schon als Polizist gearbeitet, als hier alles noch kommunistisch war? Sozialistisch, ja. Und wie lange hat damals ein Verdächtiger einem Verhör standgehalten? Sie meinen, bis er geständig war? 8 Stunden, maximal 12. Nach 12 Stunden hat jeder gestanden. Auch Ritter. Herr Ritter hat 3-mal gestanden. Und 3-mal widerrufen. 3 Geständnisse in 8 Stunden? Nein. 3 Geständnisse in 350 Stunden. Was? Nee, das kann nicht sein. Ich weiß, das war bei uns kein Zuckerschlecken, aber das kann nicht sein. Wisse. Was ist? Nichts, ist nur ungewöhnlich. Stedburg, ist das weit von hier? Hm? Nee, wieso? Weil der Herr Ritter wohnt. Ja, da hat er sich hin verkrochen. Aber wenn sein Anwalt nicht im entscheidenden Moment eine Entlastungszeugin aus dem Hut gezaubert hätte, dann würde er noch heute im Knast sitzen. Was hat die denn bezeugt? Dass sie Ritter in Kümmershausen in der Pause gesehen hat, mit der Frau. Ich nehme an, das hat hier nicht jeder und erst recht nicht jedem gefallen, dass da einer war, der sich mit allen Frauen vergnügt hat. Könnte ich bitte mal den Schlüssel für den Dienstwagen haben? Wozu? Hier drin gibt es keinen anderen Verdächtigen. Ich möchte gerne Herrn Ritter fragen, ob man sich gleich nur auf ihn konzentriert hat. Kommen Sie. Das können wir auch abkürzen. Nein, gab keine anderen Verdächtigen. Also ich meine, es gab natürlich viele Hinweise. Mehr als 100 waren das ganz sicher. Die haben wir auch alle überprüft. Jeden Einzelnen. Gehört sich sowieso so. Aber wenn es die Tochter eines Kollegen betrifft, dann natürlich umso mehr. Doreen Wojciks Vater ist Polizist? War. Oberleutnant. Aber das wurde ganz klar getrennt. Wer Heinrich kannte, der wusste, dass er den Ritter im Zweifelsfall über den Haufen schießt. Und Ritter konnte man zuerst nichts nachweisen? Ja, die Ermittlungen gegen ihn sind eingestellt worden. Angeblich stand er ja zur Tatzeit in Kümmershausen auf der Bühne und hat den Mädels den Kopf verdreht. Und warum hat man dann Konrad Ritter 2 Jahre nach der Tat verhaftet? Wegen der Aussage der Ex-Geliebten. Ja, die Nora Rink hat sich den Behörden gestellt, weil sie Ritter dabei geholfen hat, Doreens Leiche vom Tat zum Fundort zu transportieren. Und es fällt erst 2 Jahre nach der Tat ein. Sie wollte ihr Gewissen erleichtern. Das hat sie als Grund angegeben. Und dann habt ihr die Ermittlung wieder aufgenommen. Ja, aber da gab es ja auch nicht mehr viel zu tun. Gab ja auch noch neue Fälle. Ritter wurde dann verurteilt. Aber das Schwein ist ja in Revision gegangen. 1,5 Jahre später gab es dann den Freispruch 3. Klasse. Aber Gott sei Dank hat der hier kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Wissen Sie eigentlich, dass man Konrad Ritter 350 Stunden lang befragt hat? Hat man? Wer soll denn das gewesen sein? Das wäre doch aufgefallen. Ich meine, damals so lange Verhöre. Es muss ein Fehler sein.
Sag ich doch, hier, ein Fehler. Hat ja hier auch nie jemand gegengezeichnet. Von Weber, Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege. Ich rede nicht mehr mit der Polizei. War Ihre Idee? Ich habe mit den Ermittlungen von damals nichts zu tun, Herr Ritter. Ich wurde damit beauftragt, den Fall Doreen Wojcik erneut zu prüfen. Ich bin nicht von hier. Und ich möchte herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Und der da? Ich bin von der Kripo Eisenach. Ich bin hier aufgewachsen. Sie können mir vertrauen. Vertrauen? So wie Ihren lieben Kollegen damals? Haben Sie schon mal stundenlang auf einem Hocker gesessen, aus dem sich die Schrauben in Ihren Arsch bohren? Das nannten die Befragung. Alle sadistische Dreckschweine, fangen Sie mit denen an. Einen Hocker habe ich noch nie gesehen. Das hat der Ritter wirklich erzählt? Mhm. Was für eine Sau. Ermordet das arme Ding und jetzt scheißt er auch noch die Polizisten an. Was für eine Sau. So, hier, nehmt euch. Ist ein Schatz. Über wen habt ihr denn geschimpft? Über niemand. Ritter. Konrad? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Leute für so eine alte Mühle so viel Geld hinblättern. Muss ja keiner wissen, wie es unterm Lack aussieht. Ich hol noch mal ein Bier. Gut, dann werde ich mal zusehen, dass Sie Ihr eigenes Büro bekommen, ne? Oh, ich find's ganz nett hier. Ja, das hat meine Ex-Freundin auch gesagt. Bitte? Ich habe uns Kaffee gemacht. Nehmen Sie sich doch einen. Danke. Sagt Ihnen der Name Bernd Peters was? Sollte er? Das ist der erschossene Neonazi, dessen Umfeld wir überprüfen sollen? Verstehe. Ich habe mich aber noch ein bisschen durch die Akten dieses Falls gearbeitet. Mit dem hier offenbar niemand gerne zu tun hat. Ja, weil er klar ist. Oh. Lütze! Ich kenne Ihre Haltung in diesem Fall mittlerweile ganz gut. Und bestimmt ist es jetzt auch wahnsinnig wichtig, den Mörder dieses Rechtsradikalen zu ermitteln, bevor er den Dritten Weltkrieg auslöst. Aber in dieser Akte, da wird auf Berichte und Protokolle verwiesen, die uns nicht vorliegen. Obwohl, ich bin zu blöd, um die zu finden. Gut, dann ist dem wohl so. Bitte? Also gut. Okay. Ich helfe Ihnen jetzt nochmal mit den Akten. Und dann ist Ruhe. Ruhe. Unglaublich viel Ruhe. Dann ziehen Sie sich mal was an. Wir müssen nach Gotha. Wenn es noch mehr alte Akten gibt, dann finden wir die im Zentralarchiv. Also, kommen Sie. Waren Sie schon mal hier bei uns? Nein. Gleich da vorne ist es. Können Sie die aufpassen? Doch, Entschuldigung. Machen wir, komm. Mach, wir haben es eilig. Herr Wolf, kommen Sie? Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass Sie deswegen extra anreisen mussten. Normalerweise schicken wir den Dienststellen die Akten auf Anfrage sofort zu, aber irgendwie ist in diesem Fall was untergegangen oder es gab keine Anforderung aus Eisenach. So, da sind Sie. Wollen Sie die alle mitnehmen? Mhm. Ja, alle. Gut, dann lasse ich die in den Innenhof bringen, da kann man die besser ins Auto laden. Sie sind doch mit dem Auto da, oder? Okay. Hier lang wäre es jetzt kürzer.
gab diesen Hocker doch. Was für ein Hocker? Er spricht von dem Hocker, mit dem Konrad Ritter gequält wurde. Gibt's Neuigkeiten im Neonazi-Fall? Nein, Wolfgang. Wir waren selbst noch bei der Überprüfung des Wojciech-Falls. Es gibt diesen Hocker tatsächlich. Welchen Hocker? Es geht wohl um diesen Stuhl, von dem Frank erzählt hat. Der Stuhl mit Schrauben. Ritter, du weißt schon. Ich habe ihn selbst gerade gesehen. Im Archiv, in Gotha. Gotha? Ich habe Herrn Wolf gebeten, noch ein paar Hinweise zu überprüfen. Die entsprechenden Akten haben in Gotha gelegen. Ja, verstehe. Gut, dann unterstützt ihr jetzt die Ermittlungen im Neonazi-Fall. Ja, aber wir haben Doreen wird durch die Nachforschung nicht wieder lebendig. In dem Fall des Rechtsradikalen gibt's einen Mörder auf freiem Fuß. Im Fall Doreen Wojcik aber vielleicht auch. Wenn Ritter Doreen nicht ermordet hat, dann gibt es da draußen noch einen Täter, der nicht gefasst wurde. Frank, ich bitte dich. Nora Rink hat ganz klar ausgesagt, dass sie Ritter beim Umlagern der Leiche geholfen hat. Vielleicht hat sie aus Eifersucht gehandelt. Ach, 2 Jahre nach der Tat. Komm mal mit raus. Frank, ich habe diesen Hocker nie gesehen. Aber dem einen oder anderen ist sicher mal die Hand ausgerutscht. Dir auch? Mir rutscht die Hand nie aus. Wir hatten Rings Aussage. Wir wussten, dass Ritter der Mörder war. Aber vor Gericht hätte es eng werden können. Also brauchten wir ein Geständnis. Notfalls auch ein erzwungenes? Was hätten wir den Eltern des nächsten ermordeten Mädchens sagen sollen? Ne? Wir konnten die nicht gehen lassen. Genauso gut hätten wir eine Granate auf dem Spielplatz in den Sandkasten legen können und hoffen, dass es gut geht. Ja, aber es gab keine weiteren Opfer. Ja, ganz richtig. Das spricht nicht gerade für den angeblich freien Mörder, den die Neue ins Ohr gesetzt hat. Das spricht aber auch nicht gerade für Ritter, der nach 18 Monaten wieder auf freiem Fuß war. Wie auch immer, wir haben unsere Arbeit getan. Ritter ist verurteilt worden. Wenn es da was zu verbergen gäbe, hätte ich den Fall garantiert nicht aus der Hand gegeben. Frank. Du weißt, dass es Konrad Ritter war. Bring's zum Abschluss und schreib deinen Bericht. Ja, aber was soll ich denn schreiben? Na, die Wahrheit. Keine neuen Beweise, keine neuen Indizien. Nichts. Schulte hat mir nur versichert, dass er diesen Hocker nie gesehen hat. Und Sie glauben ihm? Wolfgang ist der beste Kriminalist, den ich kenne. Absolut sauber. Und ja, ich glaube ihm. Ich habe da noch was entdeckt in den Akten aus Gotha. Sie gehen mir auf den Zeiger. Auf den Zeiger? Ja. Sie gehen mir auf den Zeiger. Sie sind eine richtige Nervensäge. Herr Wolf, ich habe da was ganz Wichtiges in den Akten entdeckt. Etwas, was auf eine Verschwörungstheorie hindeuten könnte. Es ist eine Uhrzeit. Hatten Sie sowas schon in der DDR? Uhrzeiten? Ja. Wir hatten sogar Strafverfolgung bei uns. Wir haben uns nicht aus Langeweile den ganzen Tag irgendwelche Steine an den Kopf geworfen. Eine allerletzte Frage. Und dann ist der Fall abgeschlossen. Gut. Gut. Eine letzte Frage. Und zwar vor Dienstschluss. Ja. Gut. Da genau. Also meine letzte Frage ist, der mittlerweile verstorbene Verteidiger von Ritter, der hat Frau Rink im Revisionsprozess gebeten, nachzustellen, wie genau sie die Leiche transportiert hat. War das Ihre Frage? Nein. Und Frau Rink, die war noch nicht mal in der Lage, die Puppe anzuheben, die Doreen Wojcik darstellen sollte. Und sie kannte zwar den Fund, aber nicht den Tatort. Frau Weber, wenn Sie eine Frage stellen, dann müssen Sie das letzte Wort hinten hochziehen. In etwa so. War das Ihre Frage, Frau Weber? Nein, ich... Oh. Gut, also meine letzte Frage. Meine letzte Frage.
Was ist die Arbeitsrichtung 1? Wer hat die geleitet? Die haben die Ermittlungen komplett übernommen. Unter einem... Hier. Unter Karl André. Was ist denn die Arbeitsrichtung 1? Das ist die Verbindungsstelle zwischen Polizei und dem Ministerium für Staatssicherheit. Und das heißt? Dass die Stasi den Fall übernommen hat. Die Stasi? Aber wieso? Weiß ich nicht. Die Arbeitsrichtung 1 kam immer dann ins Spiel, wenn ein Polizist als Zeuge oder als Beschuldigter in Frage kam. Guten Tag, Herr André. Guten Tag. Hey Frank, was machst du denn hier? Karl. Wollt ihr euch mal anschauen, wie es einem modernen Polizeibetrieb zugeht? Wir müssen mit dir mal sprechen. Über den Mord an Doreen Wojcik. Sie haben den Fall damals übernommen. Und Sie haben als erster Nora Rink befragt, richtig? Ja. Fall Wojcik? Ist der nicht... Der ist doch schon längst abgeschlossen. Ja. Das ist einer dieser ungeklärten Fälle, die nochmal neu überprüft werden müssen. Ach so. Nora Rink ist doch damals wegen Beihilfe zur Tatverschleierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Ja, davon hat sie 9 Monate abgesessen und ist dann ab nach Brasilien nach der Wende. Ja, aber bei der Befragung ist Ihnen denn da nicht aufgefallen? Du hast doch den Fall übernommen, weil du Leiter der Arbeitsrichtung 1 warst. Aber wieso? Ich meine, es gab doch gar keinen politischen Bezug zum Mord an Doreen Wojcik. Die Stasi hat immer übernommen, wenn eigene Leute verwickelt waren. Und wer war damals aus den eigenen Reihen in den Fall verwickelt? Der Vater des Opfers, Oberleutnant Heinrich Wojcik. Und wer hat das angeordnet? Mein Kontaktmann von damals, ist längst im Ruhestand. Name? Major Bölke. Schönen Tag noch. Bitte. Danke. Wo ist denn der Braun? War Herr Schulte eigentlich damals schon Dienststellenleiter? Müsste er kurz gewesen sein, ja. Aber dann hat die Arbeitsrichtung 1 ja den Fall übernommen, wie wir jetzt wissen. André ist heute im Staatsdienst, obwohl er damals für die Stasi gearbeitet hat. Ja, er war EM, inoffizieller Mitarbeiter, aber das musste er auch sein als Verbindungsmann zwischen Polizei und Stasi? Musste. Das klingt so absolut. Muss doch auch andere Möglichkeiten gegeben haben. Ja, er hätte seine Stelle kündigen und stattdessen Grashalme am Seeufer verkaufen können. Wollte aber nicht, also musste er mitspielen. Nehmen Sie das mit der Nervensäge eigentlich zurück? Nein. Hey. Karl hat mich angerufen. Ihr hättet ihn in Gotha abgepasst. Was überlegt ihr? Ob wir die Akten manipuliert haben? Das hat doch gar keiner gesagt. Der Fall ging an André. Und von André zur Stasi. Und wenn ihr bohren wollt, dann müsst ihr das da tun. Waren Sie das? Morgen erstmal war ich was. Wo sind denn die Akten? Das weiß ich nicht. Die waren schon weg, als ich ins Büro gekommen bin. Sind weg. Das weiß ich. Die Staatsanwaltschaft Gotha hat die Akten angefordert
um sie in Hinsicht auf ein aktuelles Kapitalverbrechen abzugleichen. Danach bekommen wir sie zurück. Und wann wird das sein? Das weiß ich nicht. Aber bis dahin möchte ich Sie beide bitten, in meiner Funktion als Leiter dieser Dienststelle, sich um den Fall Bernd Peters zu kümmern. Und zwar bevor er eingeäschert wird. Wer hat die Akten denn angefordert in Gotha? Das war ein Herr... Ah ja, da. Kleiner. Ah, jetzt ist der Turner schon wieder leer. Kleinert war der zuständige Staatsanwalt bei den Prozessen gegen Konrad Ritter. Ja, ich weiß. Und ist es nicht ein großer Zufall, dass die Akten jahrelang unberührt in Gotha liegen und genau einen Tag nach... Ja, ist es. Ist. Und was sollen wir jetzt machen, Ihrer Meinung nach? Ohne Akten können wir gar nichts machen. Und wenn eine gewisse Nervensäge diese vorsorglich kopiert hat? Wann? Heute Nacht. So jemand würde man ja wohl kaum als Nervensäge bezeichnen können. Und das mit dem auf den Zeiger gehen, würde einem auch leid tun? Ja, sehr. Mögen Sie enden? Süß-sauer? Also gut. 1983 geschieht der Mord. Ritter, als Doreens Freund, gerät unter Verdacht, kann es aber gar nicht gewesen sein, weil er zur Tatzeit von über 100 Leuten auf der Bühne gesehen wurde. 2 Jahre später wird er von Noah Ring belastet und dann verurteilt. Also konnte nun behauptet werden, dass Ritter Zeit hatte für den Mord. Das stimmt doch irgendwie tatsächlich, was mit den Zeitabläufen nicht. Bingo. 1985, als Noah Ring Ritter beschuldigt hat und es zu einem Prozess kam, da hat derselbe Gerichtsmediziner, der 2 Jahre vorher 20 Uhr als Todeszeitpunkt angegeben hat, den jetzt auf 20:45 bestimmt. Das heißt, jetzt konnte Ritter der Täter sein. Die Pause beginnt um 8. Das heißt, er hat 1 Stunde Zeit, Doreen abzupassen, zu töten und zum Konzert zurückzufahren. Der Gerichtsmediziner war ein Dr. Winfried Meinhardt. Kennen Sie den zufällig? Lass ihn mal überprüfen. Kennt er nämlich jemand bei der GOK-Behörde. Ja, aber da muss es doch noch was anderes gegeben haben, was die Angaben der Ring untermauert. Wer hat eigentlich ausgesagt, Doreen zum letzten Mal gesehen zu haben? Moment. Dorothea Schwarz, wohnhaft in Herlesbach. Da habe ich die Doreen gesehen. Um 7:15. Das weiß ich noch. War direkt nach meiner Lieblingssendung im Westfernsehen. Heute kann man das ja sagen. Also habe ich das der Polizei gemeldet. War ja Mords was los hier nach der Sache. Aber beim Prozess 1985, da steht in den Akten, dass Sie Doreen 7:45 gesehen haben, 1 Stunde später. Da kam einer von Ihnen, ein Polizist, hat nochmal nachgehakt. Er hat gesagt, das ist wichtig jetzt wegen des Prozesses. Wie hieß denn der Mann? Der hieß, Mensch, mein Gedächtnis, er hatte einen Vornamen als Nachname, hat ganz viel geredet. André. Ja, konnte einem nicht in die Augen gucken, unsympathisch. Ist der tot jetzt? Nee, der redet noch immer. Also der hat nachgehakt und dann? Der wollte wissen, ob es nicht 20:10 gewesen sein kann, als ich die Doreen gesehen habe. Tja, war ich mir dann nicht mehr so sicher. Und der Mann, der... André? Ja, der André, der meinte, 7:15 würde besser zu den anderen Aussagen passen. Außerdem war die Uhrzeit bei mir ja nicht wichtig. Doreen hat man ja noch in Gerstingsfeld gesehen. Später. Davon steht keins in den Akten. Also ich weiß nur, dass Frau Müller sie noch gesehen hat, in Gerstingsfeld. 15 Minuten später. Frau Müller war ja Doreens Arbeitskollegin. Die hat das damals ganz schön getroffen, dass der Ritter das junge Ding umgebracht hat. Rieke Müller? Ja. Wusste gar nicht, dass du Doreen als letzte gesehen hast.
Ja, kurz vor 7:30 habe ich sie hier gesehen. Da muss noch zugewunken. Und es war ganz sicher um diese Uhrzeit? Ja, ja, kurz vor der aktuellen Kamera. Da habe ich immer vor dem Haus gesessen und noch eine geraucht. Aber davon stand gar nichts in den Akten. Bist du damals an ihr als Zeugin zum Prozess geladen worden? Mhm. Und von wem wurde ihre Aussage aufgenommen? Ja, von meinem Mann. Und von Herrn Voss. Warst du eine Stunde später auch noch hier? Ja, nein, ich bin ja dann aufs Konzert. Lutz war mit seinen Jungs unterwegs und ich hatte den Trabi. Mhm. Und Sie haben Doreen auf dem Weg zum Konzert nicht mehr gesehen? Ja, nein, hab ich nicht. Dann hätte ich sie ja mitgenommen. Also, der Gerichtsmediziner hat den Todeszeitpunkt verschoben, sodass der Mord für Ritter in der Konzertpause möglich war. Und dann wurden die Zeugenaussagen manipuliert. Herr Schwarz wurde eingetrichtert, Doreen eine Stunde später gesehen zu haben. Und Rieke Müllers Aussage wurde unterschlagen. Und auf einmal stimmte der Zeitablauf. Nun konnte Ritter der Mörder sein. Und die Manipulation gehen bis heute weiter. Weil der ein Mörder denken? Vielleicht. Aber vor allem, weil die Zeit für sie arbeitet. In einem knappen Jahr ist der 3. Oktober 2000. Das heißt, die deutsche Einheit jährt sich zum 10. Mal. Danach sind alle Strafvereitlungen im Amt aus alten Fällen der DDR verjährt. Und wer immer auch daran beteiligt war, kann auch nicht mehr belangt werden. Wenn wir es jetzt nicht zu Ende bringen, dann nie. Glauben Sie, dass Schulte Dreck am Stecken hat? Nein. Und jetzt? Werde ich mal richtig ausschlafen. Mein Junge, schön, dass du da bist. Wie hast du es nur 30 Jahre lang mit ihm ausgehalten? Hm? Tja, das muss wohl Liebe sein, mein Junge. Was fährst du denn da spazieren? Für euch? Nee. Doch. Frank, wie kommst du denn auf so eine Idee? Wie wohl? Jahrelang habt ihr davon geschwärmt, was für eine tolle Zeit ihr auf Rügen während der Flitterwochen drin verbracht habt. Ach, Frank. Damit hast du uns eine große Freude gemacht. Der kriegt einen Ehrenplatz in unserem Garten. Danke. Komm, Junge, jetzt iss erst mal was. Es gibt Rostbrezel, dein Lieblingsessen. Erzählt du und die neue Kollegin, ihr rollt die Geschichte mit Ritter noch mal auf? Mhm. Glaubst du etwa, er war es nicht? Keine Ahnung. Kanntest du ihn? Nur vom Sehen. Es gab wohl kaum eine Frau in der Gegend, die ihn nicht gekannt hat. Hallo! Christa, ja. Ich komme wieder. Ja, mein Junge. Zum Wohl. Wolfgang, wir haben das überprüft. Frau Weber und ich. Da ist damals massiv dran geschraubt worden. Aussagen wurden entweder manipuliert oder
besonders relevante sogar aus den Akten genommen. Alles nur, damit man einen Schuldigen präsentieren konnte. Ritter. Du hast dafür Beweise? Ja. Dann musst du das zur Staatsanwaltschaft tragen. Das wäre deine Pflicht, Frank. Ich habe gehofft, dass es die Arbeitsrichtung 1 gewesen ist. Sie allein. Aber du hattest damals die Leitung im Mordfall. Ein Jahr noch, Frank. Dann gehe ich in Pension. Dann haben wir unser Haus hier abbezahlt. Carla kann ja nicht mehr arbeiten. Ein Polizist muss ermitteln. Hast du mir gesagt? Ich erinnere mich gerade an einen Jungen, der mit 15 seine Familie verloren hat. Im Heim auf dumme Gedanken gekommen ist und Mist gebaut hat. Wenn ich mich damals an die Paragraphen gehalten hätte, dann hätte es einen Eintrag ins Strafregister gegeben. Später ist dieser Junge dann Polizist geworden. Mit diesem Eintrag wäre es dir bestimmt nicht möglich gewesen, Frank. Du könntest mir entgegenkommen. Du könntest das eine oder andere dazu beitragen. Es war doch die Arbeitsrichtung 1, oder? Es war die Arbeitsrichtung 1, ja? Komm, dann können wir das Ganze hier ordentlich zu Ende bringen. Wir sind eine Familie, Frank. Wenn wir aufhören, das zu sein, geht ja alles den Bach runter. Mach keinen Kreuzzug daraus. Herr Wolfgang, Ritter wollte sich damals das Leben nehmen. So weit habt ihr ihn gehabt. Es wäre besser für alle Beteiligten gewesen, wenn es so geendet hätte. Siehst du, Carla? Da gehe ich jetzt hin zu meinem Mädchen. Das ist letzten Endes das Einzige, das zählt. Kannst du mir helfen im Fall Doreen Wojcik? Sag bloß, ihr seid da immer noch dran. Es geht um die Aussage von Rieke. Sie hat gesagt... Ich weiß, was sie damals gesagt hat. Sie hat Doreen noch gesehen. Ja, aber davon ist kein Vermerk in den Akten. Jeder denkt jetzt, das letzte Mal wurde sie von der Schwarzen Herlesbach gesehen. Ja, aber tot ist sie so oder so, oder? Ich habe das damals weitergeleitet, ganz normal, wie jede Aussage. Wenn die Staatsanwaltschaft das nicht zu den Akten nimmt, dann musst du danach fragen. Voll von Glück. Eine Kleinigkeit. Es gibt Infos aus der Gaukbehörde. Meinhard, der Gerichtsmediziner, hatte vor dem Mord an Doreen Wojcik 2 Ausreiseanträge gestellt, die man abgelehnt hat. 2 Wochen, nachdem er den Todeszeitpunkt 45 Minuten nach hinten manipuliert hat, durfte er mit seiner Familie ausreisen. Mhm.
Ich glaube ihn. Und? Ich hätte allerdings noch einige Fragen. Sie hatten einige Frauen damals. Wenn ich mal mit der einen, mal mit der anderen unterwegs war, dann waren die Leute schlecht auf mich zu sprechen. Vor allem die Männer. Und wenn ich eine feste Freundin hatte, dann war das auch keinem recht. Warum hat Frau Rings sie 2 Jahre nach dem Mord beschuldigt? Die Nora. Die hätte gern gehabt, dass ich sie heirate. Liebe macht blind und wer heiratet, kann plötzlich wieder sehen. Nee, ich wollte nicht bloß bei einer bleiben. Nur bei der Doreen, da bin selbst ich ins Grübeln gekommen. 4 Monate vor ihrem Tod haben wir uns kennengelernt. Warst du mal zwei? Dann waren wir ein Paar. Bei einer wie der Doreen, da denkst du schon über ein anderes Leben nach. In aller Welt hätte ich sie umbringen sollen? Na jedenfalls, am Abend vor Noras Aussage habe ich endgültig mit ihr Schluss gemacht. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Das heißt, Frau Rink hat diese Aussage aus Eifersucht gemacht? Was weiß ich, die Nora hatte was Selbstzerstörerisches. Hat sich Hoffnung gemacht, nachdem Doreen tot war. Nora ist lieber in den Knast gegangen, als zu ertragen, dass ich ein Leben ohne sie führe. Obwohl jeder wusste, dass ich es nicht gewesen sein konnte, war ich für alle der Mörder. Fast so, als wollten sie sagen, du hast es verdient für all die Frauen, die du gevögelt und dann sitzen gelassen hast. Für dein Musikerleben, für all die Männer, denen du die Hörner aufgesetzt hast. Für all das bezahlst du jetzt. Und mit Noras Aussage hat sie ja was in der Hand gegen mich und haben mich verhaftet. Der Hocker. Wie lange hält man das drauf aus? Egal, wie du es anstellst. Setz dich! Die Schrauben bohren sich in deine Haut, du merkst, wie sie aufplatzt. Du würdest alles tun, um aufstehen zu dürfen. Irgendwann sagst du, ja, ich war's. Da habe ich 3-mal den Mord gestanden. Aber auch 3-mal widerrufen. Wenn ich den Fall neu aufrolle, wären Sie dann zu einer Aussage vor Gericht bereit? Wozu? Sie waren es nicht. Und ich weiß, dass Sie es nicht waren. Da sind Sie aber der Einzige, der das weiß. Obwohl ich freigesprochen wurde, haben mich alle gemieden. Sogar meine Freunde. Das Telefon hat nicht mehr geklingelt und wenn doch, dann... Ritter. Wir kriegen dich, du Sau. Wir machen dich kalt. Vor dem Gesetz war ich frei. Aber in Gerstingsfeld konnte ich es nicht mehr sein. Deswegen lebe ich jetzt hier. Wo man mich nicht weiter ausgrenzen kann, weil ich das schon selbst erledigt habe. Also, was soll sich für mich ändern, wenn Sie den Fall neu aufrollen? Ich werde immer Doreens Mörder bleiben. Nicht, wenn ich den wahren Mörder finde und ihn seine gerechte Strafe zukommen lasse. Ritter, wer hat sich in den Verhören an ihn vergriffen? Vor wem muss ich mich in Acht nehmen? Bei meiner Ermittlung.
Müller, André und Bülke. Bülke? Stasi-Schwein, hohes Tier. Ja, und seitdem habe ich meine Ausbildung gemacht. Er wollte mich dazu zwingen, mir meinen Schnurrbart abzurasieren. Der Gummistiefel mir tot? Los jetzt! Los! Los, du! Bülke hat mich gezwungen, mir Gummistiefel mit Eiswasser anzuziehen. Keine 10 Sekunden, dann sind deine Füße wie abgestorben. Und André? André hat mich mit Täterwissen versorgt. Das Höschen von der Doreen, das war ein weißes Spitzchen. So fest zugezogen. Ja, die ist gleich ohnmächtig geworden. Herr Witter, weil es gibt ja... Der hat mich so zugelabert. Wie ein Hund, der stundenlang bellt. Der war nachher wieder am Mantel dran. Bis ich irgendwann selbst geglaubt habe, dass ich es war. Müller? Lutz Müller? So, also nochmal. Hast du die Doreen umgebracht? Aber du hast sie doch gefickt, oder? Glaubst du, du kannst alle Frauen ficken, was? Der Müller hat es besonders gründlich mit mir gemeint. Er hat mir fast die Eier abgerissen. Hat Wolfgang Schulte sie auch verhört? Der Schulte. Das war der Schlimmste von allen. So ein sanfter Sadist. Er hat die Kollegen fürs Grobe vorgeschickt und dann kam er zu mir. Ganz freundschaftlich. Väterlich. Hat mir Zigaretten gegeben, was zu trinken. Und dann hat er gesagt, komm Junge, gesteh. Dann ist es endlich alles vorbei hier. Ich will zum See. Mit denen habe ich jahrelang Seite an Seite gearbeitet. Vielleicht sollten wir den Fall abgeben. Ritter ist erst dann rehabilitiert, wenn wir den wahren Mörder gefunden haben. Aber wir haben doch nichts, wo wir ansetzen können. Müller, Schulte, André, die haben damals zusammengehalten und das machen wir heute noch. Haben Sie Ritter eigentlich nach dieser Entlastungszeugin gefragt, die damals im Revisionsprozess für ihn ausgesagt hat? Wohnt nicht weit von hier. Ja, dann? Beim ersten Prozess 1985 wurde meine Aussage überhaupt nicht verwendet. Das ist nett ausgedrückt, Frau Martens. Irgendjemand hat sie aus den Akten entfernt. Milch? Zucker? Ja, gern. Aber beim zweiten Prozess 1987, bei dem Ritter freigesprochen wurde, da sind Sie persönlich im Gericht aufgetaucht, um Ihre Aussage zu wiederholen. Ja, das war ganz merkwürdig. Ich war ja damals beim Zoll. Und an dem Tag hat ein Mann bei meinem Vorgesetzten angerufen. Der Mann hat gesagt, mich würde ein Wagen abholen und zum Prozess fahren. Und das war dann auch so. Mein Vorgesetzter hat mir freigegeben, bloß bei Gericht hat natürlich überhaupt niemand mit mir gerechnet. Aber dann hätte man Sie doch gar nicht aussagen lassen. Normalerweise nicht, nein. Aber weil ich beim Zoll war, konnten die das ja nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Tja, meine Aussage hat Ritter gerettet, aber ohne diesen Mann am Telefon wäre es dazu nie gekommen. Wer auch immer das gewesen ist. Also Sie haben Ritter in der Pause gesehen? Ja, das war um 8:30. Das weiß ich noch genau, ich war spät dran. Ich war mit dem Fahrrad gekommen. Ich hab's bei den Toiletten abgestellt. Und es war sicher Ritter. Und das war sicher eine Frau. Also eins verstehe ich nicht. Warum hat denn diese Frau, die mit Ritter zusammen war, geschwiegen? Wissen Sie, wer das war? Ich habe von ihr nicht viel gesehen.
Damit konnte Ritter weder vor halb neun noch danach den Mord begehen und rechtzeitig wieder in Kümmershausen auf der Bühne stehen. Und jemand hat Frau Martens 1987 in den Prozess geschickt, um Ritter freizubekommen. Seine Frau, die zur Tatzeit Sex mit ihm hatte und hätte ihn entlasten können, hat nicht ausgesagt, weil Ritter bis heute verschweigt, wer sie ist. Er hätte sie als Zeugin benennen können, hat er aber nicht. Weil er sie schützen wollte. Vielleicht. Wir haben noch einen letzten Zeitzeugen, den wir nicht befragt haben. Walter Voss. Den Täter wollen Sie fassen. Das ist ja allerhand. Wir wollen, dass Konrad Ritter nicht länger der Mörder ist. Das ist es. Das ist es. Was wollen Sie wissen? Warum hat man Sie von den Ermittlungen abgezogen? Ich habe damals gleich nach dem Mord eine Sonderspur verfolgt. Es ging um Anton Messmer. Schirmmeister, also er war für den Fuhrpark verantwortlich. Er hat damals als Volkspolizist gearbeitet und war Vorsitzender der Jagdgenossenschaft. Wie sind Sie denn auf ihn aufmerksam geworden? Ich habe einfach alle Jäger in der Gegend befragt. Meine Beine, ich muss mich ein bisschen bewegen, sonst werden sie steif. Ja, kommen Sie. Hier wurde Doreen ermordet. Das konnten wir damals anhand der Bodenproben rekonstruieren. Aber der Mörder hat sie nicht hier liegen gelassen. Er hat sie woanders hin transportiert. Weil hier was auf den Täter deuten könnte. Ein Fingerzeig. Ja. Ein ziemlich großer Fingerzeig. Das war Messmers Jagdrevier. Ja. Darum habe ich ihn befragt. Und um acht? Wo warst du um 8, Anton? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das spielt jetzt keine Rolle. Wo warst du um 20 Uhr? Da war ich mit dem Auto unterwegs. Über die Feldwege? Ja, über die Feldwege. Wo bist du da lang gefahren? Also hier hat der Messmer gewohnt, in Götzroda. Das hier, das war sein Jagdrevier und hier war der Tatort. Das sind ungefähr 4 bis 5 Kilometer Entfernung. Die ist er am Nachmittag auch gefahren. Weil um 3 Uhr fuhr er immer zur Jagd, das hat uns seine Frau auf Anfrage bestätigt. Am Abend aber, da will er hier lang gefahren sein. Da fährt er nicht die 4 Kilometer nach Hause zurück. Nee, da macht er diesen Riesenbogen über Kümmershausen, Marxleben. Da gab's nur einen einzigen Feldweg. Er nimmt also 15 bis 20 Kilometer Umweg in Kauf. Warum dieser Riesenumweg? Ich habe mein Revier abgefahren. Warst du mit dem Wartburg unterwegs? Ja. Wieso? Wieso wollten Sie das wissen? Niemand wäre damals mit dem Wartburg die Feldwege lang gefahren. Die sahen noch ein bisschen anders aus. Da hatten wir noch keinen Schotter. Da hätten sie sich den Unterboden aufgerissen oder den Auspuff. Außerdem habe ich eine Zeugin, Anja Martens, befragt, die die gleiche Strecke mit dem Fahrrad gefahren ist, nur in entgegengesetzter Richtung. Und sie ist niemandem begegnet. Und wie ging es dann weiter? Gar nicht. Als Polizist durfte man damals nicht gegen seine eigenen Kollegen ermitteln. Das hat dann die Quasselstrippe von der Arbeitsrichtung 1 übernommen. Karl André. Und von da aus ging es dann zur Staatssicherheit, zu Bülke. Haben Sie gehört, wie die Sache mal ausging? Nein, die Sonderspur M, die blieb beim Ministerium. Mich hat man dann mit anderen Aufgaben betraut. Und Messmer ist nie verhaftet worden. Stank schon damals alles bis zum Himmel. Darum habe ich auch die Haare von Messmer sichergestellt. Also von seiner Mütze. Aber damals gab es doch noch gar keinen DNA-Test. Nee, aber einen Blutgruppentest. An dem Mantel von Doreen haben wir 2 Haare gefunden, wo wir von ausgegangen sind, dass sie wahrscheinlich dem Mörder zuzuordnen sind. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass sie nicht von Doreen sind. Wo sind die jetzt? Die Haare von Doreens Mantel und Messmers Mütze? Die hat man dann nach Gotha gebracht, aber da sind sie nicht mehr. Und ohne Haare keine Beweise. Gut. Wenn Anton Messmer gedeckt worden wäre, so sieht es ja aus.
Was ist dein wahrer Grund? Weil er Schirmmeister war? Polizist? Einer von Ihnen? Kennen Sie das Jagdhaus drüben im Teufelsforst? So. Das ist es. Ist ja völlig abgeschieden. Das Jagdhaus war früher so eine Art offenes Geheimnis. Stand doch weit im Grenzgebiet. Zivilisten haben sich hierhin kaum verirrt. Ja. Hier hatte Böke das Sagen. Der von der Staatssicherheit. Und hier haben sie dann immer gefeiert. Gingen hoch her. Die haben sich unten aus dem Ort Essen und Trinken kommen lassen. Und die Serviererin, die... blieben manchmal länger? Richtig. Zum Vögeln. Ja, nun raten Sie mal, zu wessen Jagdrevier das hier gehört. Messmer, die Stasi hat übernommen, wenn es um Polizisten ging, richtig? Mhm. Und wir haben gedacht, Böke hat sich der Sache angenommen, weil Doreens Vater Polizist war. Aber in Wirklichkeit hat er das getan, weil Messmer an der Sache drin hing. Ja, so könnte es gewesen sein. Was machen wir jetzt? Die Verjährungsfrist rückt näher. Jetzt nageln wir alle an die Wand. Ja, dann brauchen Sie mich ja jetzt nicht mehr, nicht? Danke. Also. Herr Voss, eine Frage noch. Der Anrufer, der Frau Martens damals zum Prozess beordert hat, wer war das? Er hat gesagt, er sei Erich Mielke. Ja, was gibt's denn? Guten Abend, Kriminalpolizei Eisenach. Herr Staatsanwalt Kleinert, wir ermitteln im Mordfall Doreen Wojcik. Wojcik? Sie kenne ich doch. Es gab damals eine Sonderspur Messmer. Sonderspur Messmer? Mhm. Kann ich mich nicht dran erinnern. Es tut mir leid. Sie können sich also nicht an den Verdächtigen Messmer erinnern? Ich habe mehr als 400 Prozesse hinter mir. War's das? Wir können Sie auch vorladen, Herr Kleinert. Fräulein, auch bei einer Vernehmung werde ich mich nicht an eine Sonderspur Messmer erinnern. Und was hätten Sie dann gewonnen? Eine Kleinigkeit noch. Warum haben Sie die Akten im Mordfall Doreen Wojcik zurückbeordert? Hab ich das? Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Schönen Abend noch. Arschler. Karl. Was ist das? Eine Vorladung. Es gab damals eine Sonderspur Messmer. Wir wissen das von Walter Voss. Ja, gab es. Habe ich gleich weitergeleitet ans Ministerium, an Böke. Und was ist dabei herausgekommen? Ja, nichts, ist ja klar. Ritter ist dann verurteilt worden. Und wieder freigesprochen worden. Herrgott, Messmer war Schirrmeister. Der kannte hier jeden Polizisten und besonders gut auch Heinrich Wojcik. Okay, jetzt mal angenommen, Anton Messmer ist ein Mörder. Meinen Sie, er würde sich ausgerechnet die Tochter eines Kollegen aussuchen? Kann man so blöd sein, Fräulein? Ich glaube nicht. Was ist hier mit der Vorladung, Frank? Habt ihr sie noch alle? Ihr habt sie ja nicht mehr alle. So, Böke mein Name. Weber und Wolf? Ja. Ich bin eurer Vorladung nur gefolgt, um mal zu sehen, mit welchen Idioten ich es hier zu tun kriege. Jetzt mäßigen Sie mal Ihren Ton, Herr Böke. Was sind Sie denn für eine, ha? Sie können zurück in Ihr westdeutsches Kaff kriechen, aus dem Sie hierher gekommen sind. Und Sie da, waren Sie früher in Ihrer Ausbildung nicht so ein renitentes Arschloch, das sich geweigert hat, den Schnurrbart abzunehmen? Ja, war ich. Ganz recht. So, dann mal zur Sache im Fall Doreen Wojcik. Herr Böke,
Karl André hat ausgesagt, man hat ihn über eine Sonderspur bezüglich des Volkspolizisten Anton Messmer in Kenntnis gesetzt. Er hat des Weiteren ausgesagt, er habe Ihnen die Aussagen Messmers übergeben und Sie hätten ihm auf Anfrage danach mitgeteilt, Sie würden die Ermittlung weiterführen. Was sagen Sie dazu? Ja, Blödsinn, das sage ich dazu. Aber dir muss ich jetzt noch mal was sagen. Da vorne an der Ecke, da ist ein Gebrauchtwagenhandel. Ja? Und wenn du meinst, hier die Kollegen von früher anscheißen zu müssen, dann bist du im Handumdrehen dort und verkaufst alte Schüsseln an irgendwelche Idioten. Wenn Sie mich nicht sofort loslassen, dann reiße ich Ihnen Ihre kleinen, faltigen Eier ab. Faltige? Der macht Mord. Oh Mann, unfassbar. Wie glaubt ihr denn, wer der ist? So war das damals. Böke war ein hohes Tier bei der Stasi. Der war unantastbar. Der hat richtig gekotzt nach der Wende. Der trauert wirklich den alten Zeiten nach. Oh. Was macht denn der da? Was machst du da? Musst du Wolfgang fragen? Der hat das angeordnet. Ich soll alle kopierten Akten im Fall Doreen Wojcik abholen. Aber das sind meine privaten Kopien. Hören die hier auch alle dazu? Legen Sie die Akten zurück. Lassen Sie los. Hauen Sie ab! Und was willst du jetzt machen, hä? Nicht auch auf den Hocker setzen? Mir die Eier abreißen, hä? Der hätte noch ganz andere Sachen verdient. Du trägst hier keine Akte raus, nicht eine einzige, Lutz. Ja. Nicht eine einzige. Alles gut, alles gut. Wolfgang zieht euch von dem Fall ab. Frau Weber wird versetzt. In Gotha muss eine Planstelle besetzt werden. Und hier ist eine gestrichen worden. Wann? Gestern. Ich gehe. So macht er mich nicht mund. So nicht. Mundtot! Wollen Sie uns hier der Strafvereitelung im Amt bezichtigen? Mich versetzt ihr nicht. Du gehst für 6 Monate auf Fortbildung nach Münster. Internetkriminalität. Und danach 6 Monate Lehrgang Kriminalpsychologie in Erfurt. Getan, was wir konnten. Hat aber nicht gereicht. Die sitzen am Lenk am Hebel. Wolf, Mobilfunkgerät aus. Der Staatssekretär des Innenministeriums. Na, okay. Yvonne? Ja, hallo. Lange nichts mehr von dir gehört. Dramatisier's nicht. Wir haben erst letzte Woche telefoniert. Du, ich habe hier was gefunden. Es wird dich interessieren. Kannst du kurz rüberkommen? Jetzt? Ja. Nach Gotha. Mhm. Gut, ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Bis gleich. Bis gleich.
Komm rein. Hallo. Clara. Hier. Wojcik? Der Mantel, den Doreen getragen hat? Die beiden Haare, die man darauf gefunden hat? Die Haare, von denen Voss gesprochen hat. Wo kommt der Karton jetzt her? Der ist damals im Bestand von Staatsanwalt Kleinert mit umgezogen. Von Eisenach nach Gotha. Hat nie jemand bemerkt, bis jetzt, dass Archiv ein neues Gebäude gezogen ist und man die Bestände neu gelistet hat. Und im Gegensatz zu allen anderen Kartons war der hier nicht beschriftet. Im Zuge der Überprüfung ungeklärter Mordfälle hat man die Akten nach Eisenach geschickt. Aber nur einen Teil. Den Rest haben wir beide damals im alten Archiv entdeckt. Aber diesen Karton eben nicht. Weil der eben nicht beschriftet war. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine Vergleichsprobe. Und zwar in den nächsten 8 Tagen, wenn das Ganze noch einen Sinn haben soll. Sehr gut. Ja? Kann ich mal bitte Anton Messmer sprechen? Moment. Mama! Guten Tag, mein Name ist Frank Wolf, Kripo Eisenach. Ich würde mal bitte gerne Ihren Mann sprechen, Anton Messmer. Ja, das würde ich auch gerne. Aber es geht seit 2 Wochen nicht mehr. Weil? Den finden Sie auf dem Friedhof. Hier. Ich würde Ihnen gerne was zeigen. Das ist Doreens Mörder, Anton Messmer. Der Messmer? Wir konnten ihn anhand von Haaren an Doreens Mantel identifizieren. Das ist sicher, ja? Ganz sicher. Ich habe gestern die Meldung freigegeben. Ab heute steht es in allen Zeitungen. Ab heute weiß es jeder. Danke. Eine Frage hätte ich noch. Wer war die Frau in der Konzertpause, mit der Sie zusammen waren? Weiß doch hier jeder. Aber Toten kann man ja alles nachsagen. Lebenden aber auch? Das kannst du nicht machen, Frank. Du kannst nicht deinen eigenen Vorgesetzten vorladen. Das stimmt. Aber ich kann Amtshilfe leisten. Zum Beispiel für die Dienststelle in Gotha. Herr Schulte, es hätte vielleicht einen merkwürdigen Eindruck gemacht, wenn diejenigen, die damals Ritter des Mordes überführt haben, diesen Fall nochmal überprüfen. Deswegen haben sie die Akte uns gegeben. Nicht wahr? Damit wir die Ergebnisse von damals bestätigen und dann endlich Ruhe ist. Tja. Der
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Damals genauso wenig wie heute. Bitte. Herr Müller, was können Sie uns sagen? Sonderspur Messmer? Nie gehört. Ist mir nicht bekannt, eine Sonderspur Messmer? Haben Sie auch an den Feiern oben im Jagdhaus teilgenommen? Ja, klar. Hab ich. Ja, das weißt du doch. Was soll denn die Frage? Fürs Protokoll, Herr Müller. Ja, klar gab es da Feiern. Und ja, da wurde auch ausgiebig gevögelt, was euch wohl fehlt. Weil sonst würdet ihr nicht so unentspannt da sitzen. Sagen Sie mal, Herr Böke, hatten wir es auch miteinander? Was? Jetzt hören Sie mal auf, mich zu duzen. Die Sache mit Messmer ist nie bei mir gelandet. Das hat der André vergurkt. Aber was nun weiter? Todesstrafe für André, weil er bei all seinem Gerede irgendwas vergessen hat? Oder wie? Messmer hat auf dem Weg nach Kümmershausen Doreen Wojcik aufgegabelt und mitgenommen. Doreen war ja ein Schatz, den jeder mochte. Ja, die war ein kleiner Feger. Und sie wurde an demselben Tag ermordet, als wir oben gefeiert haben. Das Bier war alle. Messmer wurde losgeschickt, neues Sohn. Doreen Wojcik starb, während sie alle oben gefeiert haben. Messmer ist mit ihr auf dem Weg nach Kümmershausen rechts abgebogen. In einen Feldweg. Und hat dort sein Glück probiert. Aber sie wollte nicht. Sie wollte zu Ritter. Hatte keine Lust auf so einen alten Knacker wie Messmer. Er hat aber nicht locker gelassen. Hat sie vielleicht angefasst. Und dann hat sie gedroht. Das erzähle ich alles meinem Vater. Und dann hat er Panik bekommen. Und hat sie mit ihrem Gürtel von ihrem Mantel erdrosselt. Hübsche Geschichte. Ja, aber sie wird nicht attraktiver. Weil Sie nach der Tat alle Messmer gedeckt haben. Auf Ihren Befehl hin, Herr Böke. Nichts davon können Sie beweisen. Da irren Sie. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Warum hat so ein hohes Tier wie Sie so einen kleinen Schirmmeister wie Messmer gedeckt? Ich meine, der konnte ihn und den anderen doch gar nicht mehr gefährlich werden, oder doch? Was sollte der denn schon groß erzählen von den Feiern aus dem Jagdhaus? Wer mit wem? Das hätte doch keinen mehr interessiert. Ja, genau, niemanden. Herr Böke, die Vorladung ist noch nicht beendet. Was wollen Sie jetzt machen? Dann schicken Sie mal Staatsanwalt Kleinert rein. Kleinert? Der ist im Urlaub. In Kalifornien. Der kommt erst in 6 Wochen wieder. Das heißt, wir können den gar nichts. Sieht ganz so aus. Der Mörder ist tot. Und die, die ihn gedeckt haben, decken sich jetzt gegenseitig. Und in 24 Stunden ist das, was sie getan haben, sowieso verjährt. Und jetzt? Du kannst nicht bei denen bleiben. Ich werde schon was finden. Da muss noch was anderes gegeben haben im Grenzgebiet. Was meinst du damit? Na, noch einen schwerwiegenden Grund. Weshalb sollte so ein hohes Tier wie Böke so ein kleines Licht wie Messmer schützen wollen? Ich meine, der hat doch nur eine Riesenkarriere zu verlieren. Der hat doch quasi sein Schicksal in Messmers Hände gelegt. Warum? Aus reiner Kumpanei? Wir haben nicht den kleinsten Anhaltspunkt, was wirklich dahinter steckt. Zu spät. Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass es nicht für alle schlichte Lösungen gibt. Etwa, dass die verwandt waren mit Messmer oder dass da der große Chorgeist mit einem einfachen Schirmmeister geherrscht hat. Ich bin mir sicher, da gab's was. Und die werden das für immer für sich behalten. In Gotha ist immer ein Platz für dich frei. Wenn du mal in der Gegend sein solltest. Wie meinst du das jetzt? Ich meine natürlich beruflich. Ja. Ich doch, natürlich. Was ist denn eigentlich aus unserem ersten Fall geworden, diesem Neonazi? Dem Ben Peters. Mhm.
Er ist in seine eigene Selbstschussanlage gelaufen. Echt? Ja. Ich muss dann. Ich bring dich noch zum Auto. Frank, erlaubst du mir noch eine allerletzte Frage im Fall Wojcik? Kannst es auch nicht lassen, ne? Wer war denn wohl die Frau, mit der sich Ritter in der Pause vergnügt hat? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich hätte aber auch noch eine allerletzte Frage. Deine Kollegen in Frankfurt, gegen die du ausgesagt hast. Das war kein Scherz, oder? Hallo Frank. Marike. Schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Oh, ja. Ich find's schade, dass wir so wenig Kontakt miteinander haben. Mhm. Ich muss mal eben. Weißt du, was mir nicht aus dem Kopf geht? Mhm. Warum hat die Frau, die Sex mit Ritter in der Pause hatte, damals nicht für ihn ausgesagt? Vielleicht, weil sie feige war. Ja, vielleicht, weil sie feige war. Vielleicht aber auch, weil sie was zu verlieren hatte. Mann und einen Ruf. Vielleicht hat Ritter auch deshalb nichts gesagt. Also ihr zuliebe. Ja, aber er musste ja auch gar nichts mehr sagen, weil war doch dann diese andere Zeugin, die für ihn ausgesagt hat und dann wurde er ja freigesprochen. Freigesprochen, ja. Aber nicht in den Köpfen der Leute. Diese Frau hätte ihm sein Leben zurückgeben können. Mit einem wasserfesten Alibi. Und ihr eigenes Zerstören für einen wie Ritter, hm? Hattest du niemals Angst, dass Ritter seinem Anwalt von euch erzählt und er dich als Zeugin vorlädt? Dann hätte ich gesagt, er lügt und es hätte Aussage gegen Aussage gestanden. Gefällt er Ihnen? Sonderlackierung. Checkheft gepflegt, Sommerfahrzeug und noch anderthalb Jahre Garantie. 89.000 Mark? Das ist doch ein Schnäppchen. Bist du froh über das, was du getan hast? Deine Freunde verraten, den Dienst quittieren. Und wozu das alles? Wissen Sie was? Ich lege noch Winterreifen drauf. Ist doch ein wundervoller Tag. Ideal für eine Probefahrt. Kommen Sie. Du wusstest, wir würden das über die Verjährungsmarke ziehen. Du wusstest das. Und hast uns trotzdem vorgeladen. Warum? Und die Audioanlage. Vom Feinsten. Radio. Mit CD-Spieler. Hören Sie mal. Wieso, Frank? In ein, zwei Tagen ist er weg. Wenn Sie klug sind, greifen Sie heute zu. Carla hat mich verlassen wegen der ganzen Sache. Garagenwagen. Nichtraucherfahrzeug. Und die Sitze. Ganz weich. Da piekt nichts im Popo.
der hieß, mein Gedächtnis, er hatte einen Vornamen als Nachname, ganz viel geredet. André. Ja, konnte einem